Wir stehen hier jetzt vor dem Rathaus und fahren in den 13. Stock in Simone Langes Büro, wo wir ein Interview mit ihr führen. Ja, guten Tag, Frau Lange, und schön, dass Sie auch Zeit für uns gefunden haben. Hallo, ich freue mich, dass ihr hierher gekommen seid, zu mir ins Büro. Ja, dann fangen wir direkt mal an. Was macht Ihnen an Ihrem Job denn so am meisten Spaß? Am meisten Spaß macht mir, jeden Tag neue Menschen kennenzulernen und dass kein Tag so ist wie der andere. Was meinen Sie denn, warum Flensburg Sie gewählt hat? Ich habe ziemlich klar gesagt, wie ich mir das vorstellen kann als Oberbürgermeisterin. Ich habe, glaube ich, das erste Mal als Oberbürgermeisterkandidatin ein Programm mitgebracht. Ich hatte ein Wahlprogramm und habe den Menschen sozusagen zeigen wollen, so stelle ich mir das vor. Und offenbar hat den Menschen das gut gefallen und sie haben sich dann für mich entschieden. Wie viel Freizeit haben Sie? Ganz wenig. Wenn Sie denn mal Freizeit haben, was machen Sie denn so am liebsten? Am liebsten fahre ich mit meiner Familie zu unserem Wohnwagen. Wir haben einen Dauercampingplatz und wenn wir es schaffen, dann fahren wir gerne am Wochenende dorthin. Das ist in Dänemark, sodass wir wirklich auch mal richtig rauskommen und für uns sein können. Meine Kinder sind erst 8 und 10 Jahre alt und dann genießen wir es wirklich ganz in Familie zu sein. Was wollen Sie in Flensburg verändern? Ich möchte gerne, dass wir unsere Kindergärten und Schulen weiter modernisieren. Das ist mir ganz, ganz besonders wichtig. Wir brauchen bei den Kindertagesstätten viel, viel mehr Betreuungsplätze. Es gibt viele kleine Kinder, die leider keinen Kita-Platz bekommen. Da möchte ich mehr Plätze schaffen. Und die Schulen, wir haben viele Schulen in unserer Stadt, müssen unbedingt modernisiert werden. Es gibt auch Schulen, die müssen neu gebaut werden. Und deswegen liegt mir das so sehr am Herzen. Sie haben ja auch ein Smartphone. Was finden Sie an den sozialen Netzwerken denn so am besten? Also ich finde es einfach toll, dass man auf so unkomplizierte Art und Weise auch mit den Menschen in Kontakt kommen kann. Es gibt ja verschiedene soziale Netzwerke. Viele Menschen schreiben mich dort auch an. Das sind ja überwiegend Menschen, die ich gar nicht kenne. Ich weiß auch eigentlich gar nicht, ob das ihr echter Name ist. Aber sie schreiben mir mit einem Problem und ich merke, okay, das müssen Flensburger sein. Und ich antworte ihnen. Ich lade sie dann hier ins Rathaus ein und versuche so auch immer meine Themen zu vermitteln und ihnen einfach auch von mir zu erzählen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag im Rathaus. Denn ich finde nichts schlimmer, als wenn die Menschen einer Stadt gar nicht wissen, wer ist ihre Oberbürgermeisterin und was macht die eigentlich. Und deswegen bin ich gerne auch in sozialen Netzwerken unterwegs. Haben Sie ein bestimmtes Talent? Wenn ja, welches? Ich darf ja nur einen Satz sagen. Ne? Ich habe ein ganz besonderes Talent, das hat gar nichts mit meinem Beruf zu tun. Ich kann Sätze rückwärts schreiben. Das hört sich sehr interessant an. Hund oder Katze? Katze. Was für Filme sehen Sie am liebsten? Oh, ich schaue ganz, 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 ganz wenig Fernsehen. Und wenn, dann schaue ich eigentlich Nachrichtensender. Filme, schwierig. Also ich schaue am liebsten eigentlich, glaube ich, mit meinen Kindern gemeinsam Filme, die meine Kinder mögen. Da haben wir unheimlich viel Spaß. Was essen Sie am liebsten? Am liebsten esse ich Schinkennudeln nach dem Rezept meines Großvaters. Okay. Dann vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten und uns mit uns ein Interview geführt haben. Und ich bedanke mich für das Interesse. Also es macht unheimlich viel Spaß, eure Fragen zu beantworten. Und ich hoffe, dass wir uns zu gegebener Zeit vielleicht auch mal wiedersehen. Das hoffen wir auch.